Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Little YouTuber. Ich bin's, Tanner, und ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Denn es geht heute weiter mit Sommerhaus der Stars, Folge 8. Momentan ist, glaube ich, auch der Boxkampf zwischen Gigi und Jan. Aber ich dachte mir, ich mache erstmal Sommerhaus der Stars, Folge 8, und dann schauen wir weiter. Für mich ist das ja irgendwie alles Show, was sie da machen. Interessant, dass das zu einem Boxkampf geworden ist, obwohl ja Jan gegen Gewalt sei, Valentina ja auch. Aber die sind ausgezogen, die beiden mussten ausziehen mit Gigi und Dana. Aber wenn eine Manipulatorin auszieht, zieht der andere Manipulator ein. Und diesmal sind das nämlich Serkan und Samira. Die sind letzte Woche eingezogen in der 7. Folge. Und ich weiß nicht, was ich von Serkan halten soll, aber das, was ich diese Woche gesehen habe in der Folge 8, war echt unterirdisch, also dermaßen manipulativ, unempathisch, also kalt manipulativ, ganz, ganz schlimm. Also Alex und, ich glaube, Serkan hatten ja auch ein Beef davor. Serkan hat den Alex krass kritisiert, was Temptation Island angeht. Ich glaube, der hat ihn auch beleidigt. Alex fand das nicht in Ordnung und erwartet weiterhin eine Entschuldigung. Ja, die beiden haben Beef, aber dennoch müssen sie irgendwie unter einer Haube sich gut verstehen. Alex und Vanessa haben sich gesaved, Serkan und Samira auch. Und dann gab es noch Stimmungsbarometer letzte Woche und da waren die meisten Stimmen gegen Tim und Carina. Kein Wunder auch, Tim ist ja auch zu jedem hingegangen, hat gesagt so, wisst ihr was, ihr könnt uns rauswählen, ihr könnt uns die Stimme geben, uns nominieren. Und jetzt diese Woche wundert er sich, warum er gewählt wurde. Auch letzte Woche hat er das gesagt, also ich verstehe das nicht, dann musst du auch zu deinem Wort stehen und ich weiß immer nicht, was er will. Ne? Also wenn man das einmal sagt oder die anderen bittet, dass sie, falls sie keine Wahl haben, können sie gerne Tim und Carina wählen. Ja, mal sehen, was diese Woche alles passiert oder was in der 8. Folge jetzt passiert, denn die werden wir krass analysieren, weil es gibt unglaubliche Manipulationen seitens von Serkan, das werden wir uns gleich angucken. Und der Alex, der wird sich das nicht gefallen lassen, weil er ja selber ein krass guter Manipulator ist. Also zwei Alpha-Männer, die irgendwie crashen. Das werden wir uns heute angucken. Falls du natürlich noch auf dem Kanal bist, über ein Abo würde ich mich freuen. Einen Daumen nach oben durch Kommentare. Und falls du natürlich ganzen Folgen streamen möchtest, unter meiner Beschreibung findest du einen Link zu rtlplus.com. Da kannst du auch die ganzen Folgen streamen. Du kannst mir natürlich gerne auf Insta folgen und auf TikTok. Und jetzt geht's wie immer los. Ja, das Stimmungsbarometer war für uns eine Vollkatastrophe, weil wir hatten jetzt die meisten Stimmen. Aber Carina, da muss man sich doch auch nicht wundern. Der Tim ist doch zu jedem hingegangen und hat den erlaubt, wählt uns, nominiert uns. Ich möchte hier nicht mehr bleiben. Also der hatte gar keinen Kampfgeist mehr. Ich glaube, der hat das auch einfach gesagt, ohne dass du Bescheid wusstest. Kann das sein? Wählwille will sich nimmt keinem übel. Vielleicht ist das so ein bisschen rübergekommen, dass die denken, ja, wähl mich, wähl mich, wähl mich. Ich will hier nicht raus. Hast du eine gestörte Wahrnehmung oder wie soll ich das verstehen? Wenn du zu einem hingehst und sagst, nominiert uns bei der nächsten Nominierung, dann muss man sich auch nicht wundern, was willst du eigentlich? Oh, Kochlöffel gebrochen. Alex, du bist einfach zu stark für diese Welt. Merkst du das nicht? Hier läuft natürlich so ein bisschen einiges nach Siko und Piers Händen. Oder Justin und Abends Händen, sage ich jetzt mal, weil die sind schon so der Sympathieträger auf jeden Fall. Der Kern auch irgendwo, die bestimmen schon viel. Oh, Serkan ist jetzt drin, ne? Er verhält sich so ein bisschen wie eine Axt im Walde. Das werdet ihr gleich auch merken. Und möchte die Stärksten rauswählen. Und möchte eine Allianz gründen gegen die alte Gruppe. Er macht das über Ricarda, damit Maurice das auch mitkriegt und damit Siko und Pia einfach raus sind. Er sieht Siko und Pia, Justine und Aben als eine der stärksten Teams und fängt so langsam an zu manipulieren und möchte gerne wahrscheinlich der nächste Chef sein hier im Hause. Das sind so die Lieder, die musst du immer rausreißen.
Ich dachte, du bist mit Zico ziemlich gut befreundet, Serkan. Wo du reingekommen bist, hast du dich doch gefreut. Ah, Zico, und Zico hat sich freut, dich zu sehen. Und dann hinterrücks sowas zu machen, ist schon krass. Rikara hat mir vorhin gesagt, so Zico und Pia haben zum Beispiel noch nie Stimmen bekommen. So, seit... Ja, nie. Bruder, dann weißt du, was zu tun ist, Alter. Willst du gegen die im Finale kämpfen oder willst du lieber davor so ein paar raushaben? Und die Manipulation fängt schon peu à peu an. Maurice ist einer, der irgendwie ein Fähnchen im Wind ist, ne? Der möchte einfach siegen, der möchte einfach im stärkeren Team sein, weswegen er dann auch die Allianz mit Serkan eingeht. Aber davor hat Ricarda nicht gesagt, dass Pia und Zico ein starkes Team sei, die noch nie gewählt wurde. Er hat das selbst rausgefunden, der Serkan, und hat es der Ricarda erzählt. Und die Ricarda hat einfach nur genickt, mehr nicht. Also die haben uns eine Stimme gegeben, ich habe die auf dem Kieker, klar. Also Maurice, du weißt auch ganz genau, warum dich Zico und Pia gewählt haben, gerade Zico. Weil du in der letzten Folge oder in der sechsten Folge auf der Seite von Valentina und Jan standest. Aber wenn es nicht nötig ist, dann will ich so weit kommen, wie es geht. Ich habe es nicht gebrochen, er hat es gebrochen. Selber schuld, ja. Ja, und Serkan denkt so, ja, jetzt kann ich ihn richtig gut manipulieren. Ja, selbst schuld, ne? Also komm hier in meine Gruppe und dann wählen wir den Zico und die Pia raus. Und der Zico, der hat es nicht hinterrücks gemacht. Der ist direkt zu Maurice gegangen und hat auch gesagt, so beim Stimmungsbarometer werden wir dich wählen, Maurice. Und Maurice hat es überhaupt nicht verstanden. Dabei war Maurice derjenige, der plötzlich Alex und Vanessa nominiert hat bei der Nominierung. Also Geradlinigkeit sieht anders aus, Maurice. Ich will Sieg und Pier raus haben, weil sie ein sehr starkes Team sind. Und deswegen schlage ich mich auf Maurice seine Seite und sage so, natürlich hast du recht. Gott, was für ein falscher Mensch, oder? Solange seine Sache irgendwie gedeckt ist, ne, stimmt dazu, natürlich. Würde der mitziehen? Ja, ich glaube schon. Ich glaube nicht. Doch, ich glaube, Alex denkt von Woche zu Woche. Und der Serkan denkt auch, dass er den Alex manipulieren kann. Dabei ist selber Alex ein sehr, sehr guter Manipulator. Wir haben jetzt zwei Alpha-Hasen und ich bin gespannt, wie das am Ende ausschauen wird, lieber Serkan. Ich gebe dir die Hand auf, die gehe ich weg von dir. Also. Ja, der wählt die. Serkan denkt wirklich, er hat es richtig faustdick hinter den Ohren. Er denkt, er war ein Meistermanipulator. Ja, bin mal gespannt, ob er bei Alex weiterkommt. Es ist einfach ein Spiel. Man muss sich die Leute so zurechtlegen, wie sie kommen. Und der Klügere gewinnt. Ja, der Serkan ist einfach ein Typ, der lacht dir ins Gesicht und rammt dir ein Messer in den Rücken. Ja, davon gibt es ganz, ganz viele in unserer Gesellschaft, meine Lieben. Und deswegen muss man halt aufpassen, ne, mit wem man sich irgendwie befreundet. Und ich spiele einfach mein Spiel. Und wenn ich jetzt dazu Maurice brauche mit Ricarda, dann ist es einfach eine Schachfigur, die ich jetzt gerade bewege, um halt zum Beispiel Pia und Sieger rauszukriegen. Ach so, ne? Das sind keine Menschen für ihn, das sind Schachfiguren. Und irgendwann machen die Schachmatt, ne? Ob es Gefühle gibt, ob man empathisch ist oder nicht, ob man kalt manipuliert, das ist ihm richtig egal. Der geht einfach über Leichen. Ey, da sind sie wieder. Es fasziniert mich jeden Tag aufs Neue, ne? Die kommen und gehen einfach. So wie Herpes. Was für ein Vergleich. Gott bewahre, ich liebe den über alles, ich will mit dem zusammen alt werden und sterben. Aber selbst wenn es nicht so wäre, ich liebe unsere Tochter über alles, weil ich diesen Menschen so sehr geliebt habe. Also diese ganze Liebe, die da war. Also hier ist eine kleine Kommunikation zustande gekommen zwischen Ricarda und Samira. Und das, was Samira gesagt hat, fand ich wirklich schön, weil sie meinte, aus Liebe ist Liebe entstanden. Eine Tochter, und die sie halt über alles liebt. Und für die würde sie alles tun, sagt Samira. Das höre ich auch immer bei meiner Schwester, bei meinen Geschwistern auch. Also meine Schwester sagt halt, dass mein Neffe, also ihr Sohn, das Schönste in ihrem Leben ist, was es gibt. Und das höre ich, weiß ich nicht, von Müttern, die Kinder gekriegt haben. Das ist unglaublich. Also klar, ich als Mann kann es natürlich nicht nachvollziehen, nur ansatzweise als Onkel. Aber es ist natürlich was anderes, wenn eine Mutter 9 Monate ein Kind im Bauch hat. Und wisst ihr, es ist, also ich höre das immer wieder von meiner Mutter auch. Also es ist, man kann es nicht in Worte fassen. Und ich finde das schön, wie das Samira auch hier gesagt hat. Ich weiß jetzt halt nicht, ob die sich gegen uns verbinden. Nein. Was macht er da gerade? Spielt er gerade Taschenbillard? Wir wollen nicht gehen. Dann würde ich sagen, Wellmisch. Ja. Ja. Es sollte eigentlich nur so rüberkommen, wenn ihr uns wählt. Ich bin dir oder dem nicht böse. Ja. Ja. Aber du bist ja anscheinend im Nachhinein böse, wenn man dich wählt.
dann musst du dich auch entscheiden. Ich glaube, der hat sich einfach zu sehr aus dem Fenster gelehnt, der Tim. In dem Moment war er richtig aggressiv und wütend, weswegen er dann meinte, ja, wählt uns, nominiert uns. Der war einfach, glaube ich, nach dem Spiel sauer auf Carina. Wenn ich zu jemandem hingehe und sage, ich möchte, dass ihr uns wählt, und nächsten Tag sage, nee, ich meinte das nicht so, dann ist das schon ein bisschen verwirrend. Ja, es ist eine gestörte Wahrnehmung, finde ich. Und da hat Justine total recht. Warum werden wir nicht damit eingebunden, Alter? Gegenfrage, lieber Maurice, frag ich für einen Freund. Wieso hast du eben gerade die anderen auch nicht mit eingebunden, als du im stillen Kämmerchen mit dem Serkan geredet hast? Über eure Pläne, eure manipulativen Pläne. Ich weiß nicht, ob ich da für dich auch spreche, aber ich würde zum Beispiel jemanden wählen, der nie Stimmen bekommt zurzeit. Wenn ich höre, Sieg und Pio bekommen keine Stimmen und sind ein starkes Paar, Bruder, dann würde ich da draufhauen. Ich würde die Stärksten rausholen. Genau, ja. So. Und Alex sagt dir einfach, ich würde die Stärksten rausholen. Ne? Jetzt versucht der Serkan, den Alex zu manipulieren. Aber Alex ist natürlich nicht dumm. Alex und ich werden kleine Freunde. Ich brauche ihn hier drin. Ich werde ihm auch gerne hier drin auch das Gefühl geben, dass ich jetzt ein Verbündeter bin. Oh Gott, wie falsch ein Mensch sein kann. Und da ruft Serkan, ja, ich. Der will ihn halt ausbeuten und für seine Vorteile ihn ausnutzen. Und dann macht er halt natürlich einen Freund, der Serkan. Ich traue nach wie vor hier niemandem im Haus. Keiner darf wissen, was wir am Ende des Tages planen und tun und machen. Und unser Alex ist natürlich nicht dumm. Ne? Der hat natürlich den Meistermanipulator, unseren Serkan, sofort schnell erkannt. Wie geht's dir gerade? Justin, guten Abend. Die sind auch so ein paar. Sie ist abgeblüht, Schatz. Die ist clever. Die weiß genau, was sie tut. Die ist auch so eine Lenkerin. Und das finde ich super. Das bist du ja auch. Nur bist du halt ein sehr unsympathischer Linker. Manipulator, lieber Serkan. Ich spiele gerne ein falsches Spiel. Ich schmiere den Leuten gerne Honig um den Mund und sage denen das, was sie hören wollen. Für meinen Vorteil. So, das ist mein Plan. Okay, danke. Jetzt wissen wir, wie du bist. Also du sagst uns ja selber, was du für ein Mensch bist. Newcomer! Ernsthaft? Hier kommt Raumpower! Im Doppelpack! Was? Oh, Weltklasse! Hier sind Jesse und Hannah. Bis dato kannte ich die auch nicht. Ich glaube, die Hannah war wie der Bachelor, nur mit Frauen, bei Princess Charming und hat die Jesse, oder hat der Jesse am Ende, glaube ich, die Rose gegeben. Ich glaube, es gab keine Rose, aber seitdem sind die, glaube ich, zusammen. Und jetzt machen die mit bei Sommerhaus der Stars. Sollten wir das überstehen im Sommerhaus, würde ich sie auch heiraten. Oh lala. Da bin ich mal drauf gespannt. Was ist denn Prinzess? Was ist das? Ja, die stehen auf Frauen, die stehen auf Frauen. Es ist schwul und lesben Show. Ich kenne das alles nicht. Kann ich mich wieder hinlegen? Ich wollte mich auch gerne hinlegen. Oh Tim, echt jetzt? Erweiter doch einfach mal deine Horizonte an deine schwul und lesben Show. Erweiter deine Horizonte, dann kommst du auch ein bisschen weiter, lieber Tim. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Diese Hannah, die hat jeden umarmt. Ich wollte die dann auch umarmen. Da hat die gezögert kurz. Bestimmt wegen Temptation. Safe. Also kann man ihn nicht übel nehmen, ne? Ich hätte auch genauso reagiert. Das sind halt Frauen, die fühlen da mit und dann heißt es maskulin-toxische Sache. Genau, das bist du. Hast du auch mal andere Argumente, lieber Alex? Maskulin, toxischer Mann oder, ja, was meinte er? Ich glaube, das ARSCH meinte er. Ja, da kann man den Leuten das auch nicht übel nehmen, weil du hast echt hart die Christina Dimitrio betrogen in der Show. Was soll ich groß dazu sagen? Wegen Männern wie mir sind die lesbisch geworden. So, safe sowas. Ja. Bildet euch mal ein bisschen fort, bevor ihr irgend so einen Quatsch sagt hier. Also Männer wie dir sind sie lesbisch geworden. Nein, sind sie nicht. Nicht deswegen. Also, ich finde es ja aber unmöglich, ne, wenn Menschen einfach so ungebildet sind, wie diese beiden hier. Ist halt schwierig, wenn man dann so sieht, ihr geht als Kern so darüber, wenn ihr dann was zu besprechen habt und wir sind nicht geladene Gäste, Alex, ich. Ja, genau, wir sind nicht geladene Gäste. Ich selbst verstecke mich hinter der Toilette und versuche, die Leute zu manipulieren und
senke meine Stimme und rede in einzelnen Grüppchen mit denen. Aber ja, hier bin ich total, fühle ich mich irgendwie deplatziert, weil ihr mich nicht eingeladen habt mit in euer Gruppengespräch. Wie kommt das? Es gibt halt teilweise Dinge, die betreffen halt nicht jeden. Sigurd, es betrifft mich schon, wenn ihr bestimmen könnt, wer rausgeht und wer drin bleibt. Fass dir mal an die eigene Nase, Serkan. Ich habe alles gesagt. Entweder lebst du damit oder lässt es bleiben. Jetzt gibt es noch Stress mit Maurice. Die beiden sind nicht auf dem gleichen Nenner. Maurice versteht das immer noch nicht, warum Siko den Maurice gewählt hat beim Stimmungsbarometer. Er ist auch direkt hingegangen, hat ihm das davor auch gesagt. Der Grund war halt wegen Valentina und Jan. Ne? Der Maurice hat sich als einzelne Person zu denen gestellt und steht immer noch hinter den beiden. Ich habe jetzt gerade bei Instagram auch gesehen, der ist Team Jan anscheinend, der Maurice. Mein Gott, du checkst das nicht. Man kann nicht A sagen und macht selber A, Alter. Du meinst, wer A sagt, sollte nicht B sagen, sollte bei A bleiben, oder, Maurice? Nee, du stellst dich so gerade als Opfer da, oder so nicht? Dann schreist du mich an, bleib weil mal ruhig. Mich gerade ja, aber ist mir scheißegal, schreib mich mal nicht an, halt mal deine Frau zu, was los? Was bist du für ein Neandertaler, Maurice? Diese Frau hat ihre eigene Meinung, ist eine gestandene Frau. Wieso sagst du dem Zico, der soll seine Frau zurücknehmen? Jeder hat seine eigenen Grenzen zu setzen. Das ist einfach nur ein Schwätzer. Ich höre, Gott ist ein Schwätzer. Und dann die ganze Zeit da so rumzulabern. Nein. Nervt mich. Ja, und Maurice labert wirklich wie so eine Dummfacke die ganze Zeit rum. Ne? Das nervt einen total. Ich meine, er ist ja nicht die hellste Kerze auf der Torte, aber dennoch. Zico weiß einfach, wenn der gegen mich diskutiert, der verliert halt einfach. Aber diskutier mit mir, du verlierst. Ganz einfach Kiste. Auch einer, der eine krass gestörte Wahrnehmung hat. Du hast doch keine Argumente. Lieber Maurice, auch Ricarda steht da nebenan und denkt so, was für ein Typ habe ich mir nur geangelt. Für mich ist es perfekt gewesen, dass Maurice und Siko sich in die Haare kriegen, weil alle, die sich jetzt gerade untereinander streiten, ist für uns ein Vorteil, weil wir nicht ins Schussfeld kommen. Ja, wie falsch er ist, oder? Der Serkan. Wenn du Serkan als Freund hast, ne, brauchst du keine Feinde mehr. Sieht furchtbar aus. Nee, lass mal lieber. Das steht dir richtig gut, Serkan. Ich glaube, ich bin so ein Marionettenspieler. Also, tak, 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 tak. Hütchen, also ich würde, glaube ich, sehr gut Schach spielen, wenn ich könnte. Wenn ich könnte. Marionettenspieler. Der freut sich auch, dass er die Leute manipulieren kann. Den freundlich ins Gesicht grinst. Dabei meint er das anders. Also, das ist echt eine falsche Ratte, ne? Bevor ich mich da hinsetze und jetzt auch einfach was mache, um mit denen cool zu sein, bin ich lieber die Außenseiterin. Ja, und sie macht Mimimi. Legt sich auf ihr Bett, hat so ein Salamibrot in der Hand, ne, isst es auf. Die Frauen, die vergnügen sich, haben Spaß und sie ist so der miese Peter oder die miese Piotr, die da sitzt und liegt und nee, ich möchte nicht. Der Stimmungsbarometer hat mir gestern einfach gezeigt gehabt, dass wir hier keine Freunde haben, sondern dass du immer auf der Hut sein musst. Und was soll ich da mit denen am Tisch sitzen? Auch dir einen guten Morgen, lieber Maurice, ne? Dann verbring doch einfach eine gute Zeit dort. Vanessa und Carina sind gerade voll komisch zu mir. Du siehst das so. Entspann dich. Du scheiß Tür. Schatzi, du siehst das so. Entspann dich. Ich wünsche dir nur das Beste. Pia und Siko. Die sind gefährlicher wie Maurice und die Kader. Alter, Pia hat studiert. Siko ist auch nicht dumm. Weißt du, was ich meine? Aber die Kader bringt nicht die Cleverness mit. Was für eine geile Freundin. Eben hat sie noch mit ihr gelästert. Und hat einen auf Big Friend gemacht, die Samira. Also wie das Serkan, die haben sich echt gefunden, die beiden. Und jetzt sagt sie über Ricarda, die hat nicht die Cleverness wie Pia. Und die hat studiert. Ja, wenn man natürlich Alex und Vanessa wählen könnte, dann würde ich direkt hier gehen. Ja, klar. Würde ich auch wählen. Ich auch, ne? Weswegen Hannah auch nicht den Alex so umarmt hat. Serkan will uns belabern, dass wir quasi die Gruppe stürzen. Dass er angeblich mit uns eine Gruppe bildet, aber das ist Bluff, der will uns noch ausnutzen. Der Typ spielt hier ein ganz, ganz falsches Spiel. Und, habe ich doch gesagt, ne, der Alex ist der Einzige, der das Spiel komplett, dieses manipulative, eklige, unsympathische, kalte Spiel von dem Serkan erkannt hat. Ihr müsst euch safe, Nerd. Ja, ist er. Ja, aber nee. Es geht Alex, nicht anders. Alex, geht nicht anders. Aber obwohl ja der Maurice mit dem Alex nicht so dicke ist momentan und Serkans Spiel ja, erkannt hat, der Alex, sagt er zu Maurice von wegen, ihr müsst euch safen. Also das ist auch ganz lieb von ihm gemeint. Lass uns abwarten, wer sich safet. Na ja. Gut. Okay, und dann reden wir nochmal. Und wenn, dann machen wir Pia und Siko. Hier stimmt der Alex Ricarda zum Beispiel zu, dass
eher auch Siko und Pia wählen würden. Aber das ist hier falsch, weil wenn es um Manipulation geht und du willst da nicht mitmachen, hast es schon erkannt, sollte man sich so gut wie möglich, schnell wie möglich entfernen. Also souverän bleiben und halt Solidaritätsappelle offen ansprechen, weil sonst wird es nur schlimmer. Siko, du musst dich jetzt helfen. Du musst dich helfen. Ja, ich gebe Gas, auf jeden Fall. Und auch hier war er vorher bei der Gruppe, die halt gegen Siko und Pia waren, ist er dann zu Siko gegangen und hat sich nochmal hingesetzt, hat gesagt so, Siko, du musst dich safen. Was ich nicht verstehe, ist, warum Pia und Siko noch nie gewählt worden sind. Das habe ich auch noch nicht verstanden. Ich habe die ganze Zeit dieses Gefühl, dass die nicht echt sind. Ist auch so. Die ganze Zeit. Und der Serkan, der kennt ja Siko, obwohl sie sagt, dass sie nicht echt sind, also stimmt er denen zu. Und das finde ich noch krasser. Dann macht er vorne auf Freund und hinterrücks rammt er den Messer in den Rücken. Wir nehmen Siko und Pia, wenn sie nicht safe sind. Die gehen in die Nominierung ohne Arschflattern. Ja, dann sind wir alle, uns alle einig. Ja. Und die Nächsten, die manipuliert wurden von dem Serkan. Jetzt kommen wir zum nächsten Spiel. Das Spiel kennt ihr von alten Staffeln. Das heißt Tischlein deck dich. Abwechselnd müssen die Teilnehmer oder die Paare die Fragen beantworten. Wenn sie die falsch beantworten, müssen sie die Delikatesse, diese ekligen Delikatessen, essen, um sich zu safen. Das ganze Spiel könnt ihr euch bei RTL Plus angucken. Ich habe nur so teils Sachen reingeschnitten, weil es mir wurde echt schlecht, als sie angefangen haben zu würgen. Sogar jetzt, wenn ich darüber rede. Liebe Sas, willkommen zum Spiel Tischlein deck dich. Und Justine ist da genauso wie ich, ne? Die steht da einfach, oh, nee, das kennen wir, das wollen wir gar nicht. Ich habe sehr, sehr doll einen Würgereiz. Ne? Ich sonst auch, aber interessiert dich ja sonst auch nicht. Das ist was anderes. Das ist was anderes, ne? Also, dass wir diese ganzen Intimgespräche auch mitkriegen, wollen wir gar nicht wissen. Für jetzt schon eine Harnfall. Ja, ruhig bleiben. Jetzt kommt ein tausendjähriges Ei. Wo kommt ein Irrigator zum Einsatz? A. Einlauf, B. Auflauf, C. Umlauf. Ich würde A sagen, Einlauf. Richtig, Zipfischätz. A. Ja, ich liebe dich. Ja, das will ich aber auch hoffen. Soll das sein? Die konnten leider die Frage nicht richtig beantworten. Das waren die einzigen, weswegen sie dann dieses tausendjährige Ei essen mussten. Ich habe diesen Mechanismus, ich schmecke das nicht. Wenn ich irgendwas nicht mag, habe ich irgendwie so einen Mechanismus und dann schmecke ich nichts mehr. Warum wendest du den dann bei mir an, Schatz? Wieso mache ich das manchmal? Also, okay. Oh mein Gott, wahrscheinlich hat sie dir schon so viel vorgespielt, das weißt du noch nicht. Aber zum Glück ist sie nicht mehr mit dir zusammen. Also das freut mich für Ricarda. Hauben. Langur. Langur. Boah, Alter, du redest gerade wie, als wenn du gerade im Kindergarten gekommen bist. Hä? Siehst du einen Unterschied? Ich finde, er hat sich eigentlich immer so ausgedrückt. Ich kann nicht, Mann. Ich kann's nicht. Siehst du nicht, ich muss kotzen. Das schmeckt scheiße. Oh, das war, glaube ich, so ein Rollmops mit Buttermilch. Oh. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Ja. Weil er meinte Justine die ganze Zeit, ja komm, versuche es, Justine konnte nicht. Und dann war Abend derjenige, das habe ich jetzt nicht mit reingeschnitten, der hat sich die ganze Zeit übergeben nach diesem Rollmops mit der Buttermilch. Also es ist echt eklig, das könnt ihr euch gerne bei RTL Plus angucken, aber nicht mit mir. Hoffentlich habe ich heute richtig Durchfall und alle können nicht mehr auf Klo kacken gehen. Wie das sich freut, ne? Wenn er mal Durchfall hat. Ja, ich wünsche dir viel Spaß dabei. Hey, die Schatz, sorry. Auch die beiden Mädels haben damit nicht mehr weitermachen können. Die haben sich auch übergeben. Ich glaube, Hannah hat sich die ganze Zeit übergeben. Leck mich am Arsch! Wie viele Vokale sind in das Sommerhaus der Stars enthalten? Wenn wir Carina fragen und Carina überlegt, schaut mal, wie sie überlegt. Nee, ne? Ich find's so geil, wirklich. Die könnte die Frage nicht beantworten. Wirklich. Vokale A, E, I, O, U im Sommerhaus der Stars finden und beantworten. Das sind 7. Oh, Carina. 7. Yes, baby.
Und die waren die einzigen, die ohne übergeben oder mit einer falschen Antwort das Spiel abbrechen mussten. Die haben die letzte Frage richtig beantwortet und dann hat es auch schon gepfiffen. Oh, weißt du, was mich gerade richtig abfuckt? Jetzt habe ich auch das Lied im Kopf. Und Tim denkt echt so, wie zum Teufel konnte ich dich kennenlernen? Ich habe einen Geschmack im Maul wie ein Gaul, ehrlich. Das geht gar nicht. Die hat sich echt die ganze Zeit übergeben auch, ne? Also wo sie dann auf dem Weg ins Haus waren. Also die ganze Zeit hat die sich übergeben. Also das wollte ich euch natürlich auch nicht zeigen. Ist alles gut? Soll die alleine, oder? Nee, alles Gute. Das ist mal ein toller Freund, oder? Der einfach da vorbeigeht, nicht mal fragt. Vanessa steht an der Tür und Ricarda übergibt sich die ganze Zeit. Er denkt so, ah ja, schafft sie schon irgendwie, ne? Vanessa ist ja da, ich geh mal erst duschen. Pia und Siko, ihr habt die meisten Fragen richtig beantwortet und könnt daher heute nicht nominiert werden. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich ja für die beiden, ne? Aber am meisten hätte ich mich für Justine und Arben gefreut. Da Jesse und Hannah nicht die Chance hatten, sich bei allen Spielen vor dieser Nominierung zu beweisen, sind sie heute auch geschützt. Oh. Okay, das finde ich auch natürlich komisch. Irgendwie, ja, gut. Sie haben irgendwie eigene Regeln, ne? Jetzt müssen wir natürlich auf Plan B umsteigen und das sind Justine und Arben. Ja, natürlich. Pia und Zika sind jetzt gesaved. Gut, jetzt wählen wir alle Justine und Arben. Genau, Serkan. Und Alex hat das Ganze durchschaut. Ich finde es ja super, dass er den so erkannt hat. Und am Ende entscheiden halt Alex und Vanessa. Ihr meintet doch, ihr wollt Dings wählen. Pia und Dings, ne? Eigentlich. Unser Plan war von vornherein eigentlich Ricardo und Maurice. Und was? Das ist die Sache. Wahrscheinlich steht es 3-3, ne? Aber dass jetzt Hannah einer Freund macht mit Alex, finde ich auch ein bisschen doppelmoralisch unterwegs ist die auch, ne? Ein Maurice ist immer nur da, wo er sich sicher fühlt. Ja. Der ist da, wo die Mehrzahl ja, ist. Ja, richtig. Danke. Der ist der Mittwoch. Der ist am einfachsten zu handeln. Ey, Serkan, ne? Ich sagte ja, wenn man wirklich einen Freund wie Serkan hat, ne, braucht man keine Feinde. Das ist ja gruselig, wie der über Maurice redet. Aber Maurice hat da schon krass manipuliert. Der würde, glaube ich, Scheiße aus seiner Hand fressen. Aber Maurice ist echt auch wie ein Fähnchen im Wind, ne? Was machen wir jetzt? Das muss eh schon geplant werden. Ja, aber es bringt ja nur was, wenn wir alle dann diese Person, bringt ja nichts einer, der. Und Ricarda möchte halt auch gerne jetzt wissen, so, wen wählen wir jetzt, was machen wir jetzt? Aber die reden auch so ein bisschen abseits von Ricarda. Ja, vier so. Gut, mehr brauchst du nicht wissen. Ist der Alex denn auch davon überzeugt? Geht so. Und hier hören wir auch, ne, dass Vanessa sagt, so geht so. Also er kann sich noch umstimmen. Die geben denen noch nicht so hundertprozentige Sicherheit. Der Alex macht jetzt nicht mit. Ich glaube aber, der macht mit. Ja, aber der geht mir die ganze Zeit aus dem Weg. Das ist schon voll komisch. Wenn der mitmacht, dann mache ich mir keine Sorgen. Der macht das nur aus strategischen Gründen. Und nicht, weil er euch mag. Mögen tun wir euch nicht. Süße, die mögen euch nicht. Aber vielleicht können sie auch strategisch, können sie euch ja vielleicht mögen. Ricarda hat Angst, dass Maurice und sie eventuell nominiert werden. Weil es steht ja 3-3 und das ist nicht so leicht, ne? Sie möchte halt unbedingt, dass Justine und Arben gewählt werden. Das ist ein sehr guter Plan. Der will die Gruppe, die alte Gruppe, also wieder stürzen. Und sein Plan heißt, die Sekunde wieder rauszufinden, da die jetzt gesellt sind, weil die alle auf dich. Das sind 3 Stück. Ja. Boah, krass. Alex finde ich halt super hier. Ich bin kein Freund von Alex, aber das finde ich halt richtig bombastisch, dass er den halt erklärt und erzählt, ne? Also, dass er kein Spielchen spielt und die alte Gruppe stürzen möchte. Jetzt kommen wir auch zur Nominierung. Die wird halt krass werden. Also haltet euch fest, meine Lieben. Wir haben eine Absprache mit Alex und Vanessa, dass wir Justine und Arben wählen. Wenn er mir in den Rücken fällt, ja, dann werde ich ihm zeigen, was Sache ist. Ach so, und damit hast du jetzt ein Problem, ne? Wenn er dir in den Rücken fällt, dabei fällst du die ganze Zeit den anderen Leuten in den Rücken und manipulierst, was das Zeug hält. Ricarda und Maurice entscheiden müssen. Und das sind halt Ricarda und Maurice. Deswegen geht unsere Stimme heute an euch. Auch von Tim haben Ricarda und Maurice eine Stimme bekommen.
Und Maurice ist richtig abgefuckt. Erstmal jetzt zu Tim und Carina. Du warst Ziehvater, Ziehsohn. Deine Worte waren wirklich, Maurice, ich gönne dir hier von allen am meisten den Sieg. Kann ja sein, aber er hat gemerkt, dass du dich verändert hast, Maurice. Dass du auch ein falsches Spiel spielst. Und dass du auch den Alex zum Beispiel nominiert hast, wie du Lust drauf hattest. Und nach der Eskapade mit Gigi hast du dich auf die Seite von Valentina und Jan geschlagen. Also muss ich auch nicht wundern. Nur damit ihr Bescheid wisst. Ja. Die erste Stimme ging an Justine und Arben. Wir haben uns entschieden, weil einerseits haben wir gehört, dass es hier Abmachungen gibt. Okay, und du bist mit bei den ganzen Abmachungen dabei gewesen. Ich weiß nicht, ob es noch andere Abmachungen gab, Hannah. Was für eine Doppelmoral hier gespielt wird, das ist ja auch krass. Wir haben uns für Justina und Arben entschieden. Okay, und Serkan denkt so, geil, mein Spiel geht auf. Seid ihr mal noch nicht so sicher, mein Lieber. So, Freunde, ich kann mir den ganzen Bullshit nicht mehr anhören. Ihr habt diese Absprachen gehabt und ich habe gesagt, ich spiele das Spiel. Und es wird sich gleich zeigen, was passiert. Und dann werde ich sehen, was, ob das aufgeht oder nicht. Also wie er sich aufführt, ne? Was für eine linke Ratte. Das ist ja richtig schlimm, wie der sich hier gibt. So, let the show begin. Ja, gucken wir mal, wer zuletzt lacht, lacht am besten, wie was er kann. Upsi, es haben 4 Stimmen Ricarda und Maurice bekommen, Serkan. Wenn du manipulieren kannst, können das andere anders das aufdecken und dich als Blödmann dastehen lassen. Alex, was will man von dir erwarten? Du hast deine Ex-Freundin in einer Show betrogen. Emotional. Bist du wie schwach, was will man von dir noch erwarten? War klar, dass Serkan diese Karte ziehen wird. Er hat von Anfang an manipuliert. Er wollte die komplette Gruppe manipulieren. Also er denkt wirklich, dass er ein Meistermanipulator ist, der Schlauste sei. Aber Alex ist halt dazwischen gegrätscht. Und ich finde es krass, dass der Serkan hier übermoralisch gegenüber Alex wegen Temptation Island ist. Das finde ich krass. Als er nicht mal weitergekommen ist, hat er dann die Karte gezückt von wegen, ja, was soll man auch von dir erwarten? Du bist deiner Freundin bei Temptation Island fremdgegangen. Das ist halt wirklich eine hässliche Seite des Narzissmus. Ich habe mir deinen Plan angehört, aber du bist ein falscher 50er. Du bist der, du ich bist werde eurem Plan nicht mitspielen. Und Alex wehrt sich dagegen und sagt halt, nö, ich werde euer Spiel nicht mitspielen. Das Problem ist halt, dass der Alex halt auch einen Anteil Mitschuld hat, finde ich. Er hätte von Anfang an sagen können, du, ich mache deine Manipulation nicht mit, ich distanziere mich davon, ne? Und man hätte einfach alles offenlegen können. Das hat er nicht getan. Das war das Problem, finde ich. Mann, seht ihr Matthias? Deine Tochter wird sich für euch schämen in 10 Jahren. Die wird sich für dich schämen. Geht es? So was sagt man nicht. Nein! Und jetzt kommt die Eskalation, die wir unbedingt analysieren müssen. Denn hier mischt sich Vanessa auch ein und macht den Alex klein. Sie kündigt eigentlich im Grunde genommen die Solidarität zu ihm. Und der Alex hat ja ein starkes Solidaritätsmotiv, möchte unbedingt, dass die Frau an seiner Seite steht, ihn auch mitbeschützt. Das kann gut angehen, dass Alex hier falsch reagiert hat. Allerdings, wenn du eine Freundin oder einen Freund hast an deiner Seite, oder einen Lebensgefährten, dann ist es am besten, wenn man den in die Ecke nimmt und nicht bei einer versammelten Mannschaft seinen Partner anschreit. Das geht nicht, Vanessa, das kannst du nicht machen. Zumal das, was er gesagt hat, ich finde das gar nicht so schlimm. Also es geht nicht, dass man irgendwie sagt, dass man die Tochter mit reinzieht, aber er hat seine Tochter nicht beleidigt. Das könnten wir auch über Alex sagen. Wir könnten sagen, wenn du irgendwann Kinder bekommst oder zeugst, die Kinder werden sich schämen für dich, was du da Christina Dimitriou angetan hast. Das kann man auch sagen. Und wir wissen von Serkan und Samira, ich glaube, das Kind wurde gezeugt bei Bachelor in Paradise. Ne? Das Kind wird in 10 Jahren, wenn es dann irgendwie 15 oder 16 Jahre alt ist und hört, dass die Eltern dort irgendwie sie gezeugt haben und so und was sie alles hier mitgemacht haben, das wird sich wahrscheinlich zu Grund und Boden schämen. Kann sein. Ne? Und das hat Alex einfach angesprochen. Du schreist selber und hörst eh die ganze Zeit nicht zu. Du zeigst die ganze Zeit, dass du nicht mal Respekt hast. Nein, so was sagt
nicht. Du respektierst deine eigene Frau nicht. Warum natürlich Vanessa so reagiert hat, ist, glaube ich, dass sie einfach immer wieder negative Aufmerksamkeit von den anderen bekommen hat, wegen den ganzen Provokationen von Alex. Und hier möchte sie einfach eine positive Resonanz haben, dass sie sich halt dagegen wehrt, dass sie halt sagt, was Sache ist. Aber wir wissen, dass Alex maximal frustriert ist, weil Alex einfach ein starkes Solidaritätsmotiv hat. Und ich weiß auch nicht, warum hier die Hannah sich so dermaßen aufregt und dazwischengrätscht und dem Alex sagen muss, wann hat sie das dann mitbekommen, dass der Alex Vanessa irgendwie komisch angemacht hat oder sie nicht respektiert. Hey, es reicht. Komm her, Wusa. Und die Samira, die regt sich richtig auf, geht raus, derbe getriggert. Ich finde, eine Mutter, die bei sich ist, die kein Problem mit sowas hat, sollte sich eigentlich gar nicht triggern lassen. Wenn sie weiß, von wegen, ich mache hier mit und das macht mir Spaß und meine Tochter wird sich für uns nicht schämen. Wahrscheinlich hat sie einfach sehr, sehr oft darüber nachgedacht, weswegen sie jetzt hier einfach einen Triggermoment hat. Also sie hat da Schemaaktivierung, weswegen sie sich ja auch krass aufregt. Du hast keine Eier, Digga. Sag der Richtige. Du hast keine Eier. Tochter in den Mund zu nehmen, Junge. Du hast keine Eier, Alter. Die schämt sich nur dafür. Du hast keine Eier. Schäm dich. Was mache ich hier, Digga? Komm her. Ja, das würde ich mich auch fragen, wenn ich so krasse Schemaaktivierung habe und weiß, dass es mich triggern könnte, wenn mir jemand sowas sagen würde. Ich würde mich auch nicht wundern. Also man kann nicht ständig rummanipulieren und sich wie eine Axt im Wald verhalten und dann sich wundern, wenn Leute verbal hart zurückschlagen. Liebe Samira, lieber Serkan. Aber es ist die leichteste Waffe, die man nutzen kann bei Eltern. Pass gut, das macht man nicht. Also ich finde, Alex hat die Tochter nicht beleidigt. Hätte nicht sein müssen in diesem Moment, weil das so krass alles hochgeschaukelt war. Aber der Serkan hat ihn auch krass getriggert, weswegen Alex auch direkt aktiviert war und zurückschlagen wollte. Wir wissen, dass Serkan ein Regelsetzerverhalten hat, Alex und hier Vanessa auch. Die mischt sich ja auch ein. Und insgesamt gibt es dann irgendwann eine Explosion. Da muss man sich auch nicht wundern, weil hier Vanessa auch derbe in den Rücken fällt von Alex und ihn eigentlich im Grunde genommen vor gesammelter Mannschaft zerstört. Du hast hier komplett verkackt und das sag ich dir jetzt deine Partnerin. Und such dir eine andere, die so eine Scheiße mitmacht. Peinlich jetzt bist du. Hör doch auf. Doch. Hallo, Baby, bleib mal kurz. Nee, hier. Du Warte hast mal mich. Kurz. Und Alex kommt damit natürlich überhaupt nicht klar. Er hat erwartet, dass Vanessa hinter ihm steht, aber Vanessa spielt da lieber mit den anderen mit. Sie möchte einfach eine positive Resonanz auch von den anderen kriegen, weil Alex ja auch stark provoziert und er leider auch so im Mittelpunkt steht wegen dieser ganzen Temptation-Sache. Und dann möchte sie einfach nur raus. Und wir wissen, sie ist passiv-aggressiv. Sie ist auch eine Regelsetzerin. Und diese Kombi ist natürlich nicht so schön. Ne? Alex versucht hier sein Image aufzupolieren, was er damals verkackt hat mit Temptation. Er ist der respektloseste Mensch überhaupt. Er ist der respektloseste Mensch, den ich je in meinem Leben kennengelernt habe. Der geht über Leichen. Der geht über Leichen, das ist genau das Perfekte, das trifft auf den... Also Samira, dein Göttergatte geht auch über Leichen und manipuliert, was das Zeug hält. Er will sich ja gar nicht befreunden mit den Leuten. Denk mal darüber nach. Du hast eine Partnerin an deiner Seite, die sagt dir immer deine Meinung. Und wenn ich dir jetzt deine Partnerin gerade sage, Digga, das war eklig, war es eklig. Dann musst du das akzeptieren. Ja. Also Vanessa hat wirklich eine eklige Art und Weise, wie sie mit ihrem Partner umgeht. Also ich bin Fan von keinem von beiden, aber hier muss ich echt Alex recht geben. Ach, die anderen drei sind egal, oder was? Aber hättest du dein Wort gehalten, wäre ich jetzt vielleicht noch drin. Aber Tim, du weißt selber, ich habe vollkommen recht, ja. Komm, Gespräch beendet. Alles Gute dir. Ja, der Maurice, der möchte das nochmal klären mit dem Tim Toupet. Der Toupet ist total angewidert, genervt und hat keinen Bock mehr auf den Maurice. Und Maurice ist als wirklich sehr, sehr beratungsresistent. Also wenn man ihm auch sagen würde, du Maurice, das ist so und so und so. Und er würde, also er ist derbe stur, der Maurice. Der versteht das einfach nicht. Der wird es auch nie verstehen, weswegen Tim das bemerkt hat und gesagt hat, gut, okay, bleib bei deiner Meinung. Tschüss. Und Alex denkt so, er ist verzweifelt. Vor dem Bett gehen, möchte er noch schnell beten und denkt so, Mami, lieber Gott, ich möchte doch die Christina Dimitrio zurück. Die konnte ich doch viel besser manipulieren. Kannst du die Vanessa bitte wieder zurücknehmen?
Das war's auch, mein Lieben. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich finde es sehr, sehr interessant, diese Folge vor allem zu analysieren. Ich bin gespannt auf eure Meinungen. Was denkt ihr über Alex, über Serkan, über Vanessas Haltung? Finde ich ganz, ganz schlimm. Gerade dem Partner gegenüber. Lasst mir gerne viele Kommentare da. Nicht vergessen, mich zu abonnieren. Das motiviert mich krass. Und wenn ihr natürlich die ganzen Folgen gucken möchtet, unter meiner Beschreibung findest du einen Link zu rtlplus.com. Da kannst du auch die ganzen Folgen streamen. Du kannst mir natürlich gerne auf Insta und auf TikTok folgen. Ich danke euch vielmals